Ein herzliches Willkommen bei sozialen fachlichen Betreuung. Heute geht es um das Thema Stärken und Schwächen. Wenn man sich selber als Betreuungsperson jeglicher Art, es gibt ja verschiedene, sich eine Liste macht, ob jemand egoistisch ist, intelligent, spontan, frech, teamfähig, tolerant, sprachgewandt, zuverlässig, unpünktlich, fordernd, verantwortungslos oder auch verantwortungsbewusst macht, für sich selber, nicht für das Kind, für sich selber, kann man es zu seinen Akten legen, später wiederverwenden und dann kommt ja das Schöne. Wenn jetzt, man hat das Kind ein halbes Jahr vielleicht oder ein Jahr und macht nach einem halben Jahr nochmals eine Art, nochmal neue Stärken- und Schwächenliste. Sieht da zum Beispiel, wo gibt es Verschlechterung, wo gibt es Verbesserung. Und dann kann man zum Beispiel Möglichkeiten finden, dass man das, was sich verschlechtert hat, vielleicht anspricht eventuell oder so ein bisschen in die Richtung schiebt, dass es wieder besser wird, je nachdem, ob die Person es annimmt oder nicht. Man sollte auf jeden Fall drüber sprechen und schauen, wie man das Beste draus macht, zum Wohl des Kindes, des Erwachsenen. Kommt je nachdem drauf an, ob man jetzt Betreuungsassistent ist für Rentner oder Erwachsene oder Erzieher, Betreuer, Lehrer, was es nicht so alles gibt für Kinder und Jugendliche. Ja, das ist so Thema Stärken und Schwächen. Na dann, viel Spaß noch.